Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Ja, heute gibt es wieder ein Jorvik-Magazin von uns und dafür ist die Niki auf Server 5 gewechselt. Hi! Hi Niki! Und ja. Die Niki und ich, wir haben uns noch nie in Star Stable gesehen und sie hat mir jetzt gerade schon gesagt, dass sie in Fort Pinter auf mich wartet und jetzt sehe ich sie zum allerersten Mal in Star Stable und ich hoffe, es funktioniert. Ich stehe sie sogar an! Ah, Niki! Hi! Oh Gott! Oh, da seht ihr sie! Ah, mit einem wunderschönen Kranz. Moment, also, ach genau, steigen. Ja. Moment, ich hab's nicht gekriegt mit dem Steigen. Und ja, endlich! Ah, erstmal Freundschaftseinladung schicken. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ich bin so hysterisch. Ich habe mich jetzt so gefreut, dass wir beiden Mädels jetzt zum allerersten Mal hier. Warte mal, wir stellen uns mal gleich auf für ein Foto. So, Foto. So. Mit dem wunderschönen neuen Outfit. Jetzt Moment, wir müssen ein Stückchen weiter hinter, weil da steht nämlich noch einer. Ich hab's leider nicht vor mir. So. So. Jetzt machen wir ein Foto. Wir machen jetzt ein Foto. So. Wir machen ein Foto. Die Niki, guck dich her. Die Elena. So, jetzt. Oh, wir sind so cute. Seht ihr uns? Oh my goodness. Wo gucken wir denn hin? Auf die andere Seite gucken wir. Okay, dann machen wir so ein Foto. Oh, wir sind so cute. Oh mein Gott, Niki, ich freue mich so, dass du da bist. Ja, yeah, endlich. Wir sind da, yay! Das ist voll cool. Gehen wir gleich mal zum Fort Pinter Rennen, oder? Mhm. Ja, Mensch, während wir jetzt hier zum Rennen gehen, hätte ich gesagt, kann die Niki uns gleich mal sagen, nach der kurzfristigen Hysterie hier von uns, was heute so die Themen sind. Ja, diese Woche kam ja echt viel für uns. Das neue Midsommer-Event mit neuen Sachen und der Pony-Teaser kam dazu. Yay! Ponys! Oh mein Gott! So, ich stehe schon. Stehst du auch schon? Ja, ich stehe auch schon. Los! So. Und ja, also ich bin ja super, super gehypt jetzt von den Ponys, weil Star Stable hat die einfach mal kurzfristig am Donnerstag schon rausgehauen. Also den Teaser natürlich, nicht die Ponys. Und ich finde das voll extrem, weil bis jetzt kam ja so ein Pony-Teaser immer am Montag. Und jetzt Montag oder Sonntag immer. Genau, und jetzt kam der schon am Donnerstag. Und ich habe die Vermutung, dass die das gemacht haben, weil ja diese Datenanalyse im Moment so extrem populär ist. Und sie deswegen einfach schon vorbeugen wollten, dass sie die Ponys releasen dürfen und nicht jemand anders. Oder was meinst du dazu? Ah, es könnte alles sein, aber es wurde auch in im Stream halt gesagt, dass die Ponys bald kommen. Wurde auch sehr oft nachgefragt, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie deswegen den Teaser jetzt schon rausgebracht haben. Und ach, eben halt das Nachfragen aufhört. Ich das weiß ist es nicht. Auf jeden Fall Wahnsinn. Ist ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Und ja, wir wissen jetzt, dass es zwei Ponys sind bis jetzt. Und zwar ein Fuchs und ein Paint. Den Paint, den haben wir ja gemeinsam mit der Community beim Star Stable Live Event ja, gemacht, gestaltet, hätte ich jetzt halt, gesagt. Genau, gestaltet. Wir haben abgestimmt, was wir gerne hätten. Und die Lisa war so lieb und hat uns unser Wunschpony kreiert. Und ich glaube, es wird ganz viele freuen, dass der Schweif dann doch schwarz geworden ist und nicht weiß geblieben ist. Ich fand es ein bisschen schade, ich habe den weißen Schweif gefeiert. Aber ganz viele hatten sich ja gewünscht, dass eben dieser Schweif schwarz wird. Und ich finde das Pony super, super schön gelungen und ich freue mich so. Also ich kann es gar keinem Menschen sagen, wie sehr ich mich freue auf dieses süße kleine Pony. Ja, sie sehen schon recht süß aus, muss man ja mal sagen. Genau, ich habe ganz vergessen auch zu sagen, ich bin hier auf meinem Zweitaccount unterwegs, Aurora Pixie Light. Aurora hat auch ein neues Pferd, wie ihr schon seht. Ich habe noch den Pferdekauf noch nicht hochgeladen, weil ich ja im Midsommer-Hype war. Ich kann mein Rennen nicht annehmen. Die Aurora ist mittlerweile schon Level 10, denn die hat... Ich bin beliebt in Fort Pinter! Yeah. So, die Niki, die steigt hier fröhlich Leute an. Macht man sowas, Niki?
Einfach so. einfach aus Prinzip, einfach aus Prinzip, genau. Nee, also, aber jetzt zurückzukommen nochmal zu den Ponys, Niki. Was glaubst denn du, was die dritte Farbe sein wird? Also ich kann mir fast vorstellen, dass die dritte Farbe was Gewöhnliches sein wird, wie ein Rappe, ein Brauner, oder vielleicht sogar doch ein Palomino, irgendwie sowas in Dreh. Das hat es ja bei den Jorvik-Ponys immer gegeben. Die waren ja knallebunt, die hatten alle Farben, also... Glaubst du, dass wir einen Solid bekommen oder glaubst du, dass es eher noch so ein Appaloosa-Modell wird? Ich bin ja da super gespannt, ob das tatsächlich irgendwas Besonderes wird, ne? Ich würde mir ja noch einen Sony freuen. Sony heißen die, genau. Das wäre auch irgendwie so ein bisschen cool, so ein Huch, wo reite ich denn hin? Moment, ich hab's nicht. Ich bin ganz brav und reite den Weg entlang. Ja, ich bin hier leider gerade irgendwie gegen einen Baum geritten und habe jetzt den Niki verloren. Schnell, da ist sie. Was sagst du denn zu meinem Pferd? Wunderschön. Sieht auch total süß mit dem blauen Äuglein und dem Krötenmaul. Ach, ist total cute. Die ist einfach so cute. Und so schnell. Sie ist so schnell. Das ist unglaublich. Ich habe tatsächlich schon Champi mit ihr gewonnen. Echt? Aber ich habe auch schon gesehen, du bist schon Level 10, warst ja echt fleißig. Ich war total fleißig. Und ich habe einen Champi gewonnen. Ich dachte echt, mich lauste Affe gestern. Gestern? Vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall die Tage. Und habe einen Champi mit ihr gewonnen. Sie war das schnellste Pferd, obwohl wir gegen Level 15er angetreten sind. Waren wir das schnellste Pferd im Stall? Also auf jeden Fall... Wir wissen aber nicht genau, wie viel die Ponys kosten werden. Ich schätze mal, dass die jetzt mit anderen Pferden mithalten können, dass es vielleicht so ein Welch-Pony-Preis mit 97 Starcoins werden kann. Ah, gehen wir kurz zum Angeln. Ich war noch nicht beim Angeln, das tut mir leid. Und nicht alle Ponys werden geremaked. Es gibt immer drei neue Farben. Nicht eure alten werden geremaked, sondern... Genau, aber eure alten Ponys werden aber wahrscheinlich schneller werden. Also ich denke, dass alle Ponys schneller werden. Auch eure alten Ponys, auch unsere alle alten Ponys. Mhm. Aber wenn ihr... Ach, die Hose zu dem Kleid. Das ist alles hässlich. Also ich bin schon bei den Zügeln dran. Ja, ich war leider ein bisschen faul. mit dem Abholen von den Sachen. Aber ich habe mir das komplette Set gekauft, dieses Chumpy-Fege. Das finde ich voll süß. Also ich habe irgendwie... viel zu viele Starcoins ausgegeben. Ich bin jetzt pleite übrigens. Ich habe jetzt noch 366. Ah, heute haben wir wieder welche bekommen. Gestern. Und aber ja, wir sind ja jetzt hier schon bei dem zweiten Teil sozusagen des Magazins. Wir sind beim Midsommar-Event. Das habe ich schon fertig gemacht, komplett. Ihr seht, wir haben den Baum aufgestellt. Wir waren beim Shoppen. Exzessives Shopping nennt man sowas. Wir haben das komplette Outfit uns gekauft. Das Midsommernachtstraumzelt haben wir auch durchstöbert und unsere wahre Liebe gesehen. Ja, unsere wahre Liebe ist natürlich unser Pferd. Und wir haben hier hinten das wunderschöne Feuer. Und wir können auch schon mit den NPCs sprechen. Und oh mein Gott, wir können... Oh, es ist fast nichts los, Niki. Komm, wir machen Musik, Niki. Komm, wir machen Musik. Wir machen Musik. Aber mein Midsommernachtstraumzelt, da könnte man die allererste Person, die man gesehen hat, vielleicht mit ein bisschen drauf schließen, ne? Also, ja. Oder wen hat deine Aurora als Freund hier auserwählt in Jorvik? Dark Core. Aber ich habe gehört, dass einige die GED hatten. Dass nicht alle Dark Core hatten. Und also ich hatte auf jeden Fall die GED zweimal. Also auch Dakota hatte die GED. Du hast die GED gehabt? Ich hab ja Dakor-Agent. Dakor meine ich. Ich hab beide Male Dakor gehabt. Oh, siehst du mich? Ich bin voll der Drummer. Ich hab's voll im Griff. Oh mein Gott. Was hältst du denn vom Midsommar-Event? Ich find's mega. Moment, ich muss kurz ein Foto machen. Ich finde es auch echt mega geworden. Also, sie haben sich so viel Mühe und Liebe reingenommen. Dieses Event scheint neu zu sein, deswegen freue ich mich auch besonders jetzt auf Halloween. Dann machen sie es auch anders. Ja, ich glaube, sie machen einfach jetzt alles anders. Sie haben jetzt halt einfach so viele neue Ideen, glaube ich.
Und ich liebe es einfach so dermaßen im Moment in Star Stable. Wie man sieht, die Aurora ist schon Level 10 jetzt. Ich habe der ja erst letztes Wochenende, als das Lifetime Star Rider Angebot war, Lifetime gekauft. Ja, also könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, wie viele Stunden ich in Star Stable verbracht habe die letzte Woche. Ja, aber Niki, jetzt habe ich ganz vergessen, dich zu fragen, kaufst du dir ein Pony? Das ist eine gute Frage, Sandy. Weil es kommt nämlich darauf an, wie ich die Ponys im Spiel selber finde und ob die dritte Farbe vielleicht interessant wird. Weil die ersten beiden, also ich habe mir das Video angeguckt und irgendwie, es hat mich noch nicht gepackt. Also das ist noch nicht so, dass würde ich mir unbedingt einkaufen wollen. Oh, die Niki, die wollte nämlich gerne einen Sony haben. Einen Sony mit diesem Kringel an der... Wollte einen Sony mit so einer Rune auf dem Kopf haben, mit so einer Spirale. Ja, komm Niki, wir gehen picknicken. Genau. Lass uns picknicken. Oh, es ist so cute hier, Leute. Aber auf jeden Fall wird mit doch trotzdem... Oh, hier ist einer frei. Pferdekauf kommen. Komm Niki, hier hinten ist einer frei. Oh, lass uns an unseren Getränken. Oh, wo ist mein Getränk? Dann chill ich jetzt mal hier so ein bisschen mit Niki. Aber du wolltest noch von einem Pferdekauf erzählen. Genau, denn auf jeden Fall wird ein Pferdekauf kommen. Egal, ob ich die Pony jetzt mag oder nicht. Also wenn mir eins der dritten Ponys, also dritte Pony gefallen wird, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Pony kaufen. Und wenn nicht, tja, dann wird es eine Überraschung für euch, was ich mir kaufen werde. Ah, es ist immer so spannend. Ich habe ja auch meine Coco Bell ganz neu gekauft. Sie ist jetzt schon Level 8. Ja, ich bin hysterisch. Und ja, ich finde sowas ist immer ganz besonders. So Pferde kaufen, ich liebe das ja total. Ob die Aurora sich ein Pony kaufen wird, entscheidet sich, denke ich, erst so in 4 Wochen. Aber die Dakota, die wird auf jeden Fall am Mittwoch sich ein Pony kaufen. Die Aurora ist schon komplett hysterisch, ja. Die freut sich schon so auf die Ponys, ja, also die kann es kaum erwarten mit den Ponys. Und ja, ich glaube, mir geht so wie ganz, ganz vielen in Star Stable. Endlich haben wir Ponys, die anscheinend gleich schnell zu sein scheinen wie alle anderen Pferde. Weil hast du den Teaser gesehen, wie sie mit den Wildpferden rennen? Da sind sie auf jeden Fall schneller wie die Wildpferde. Das haben die ja meistens auch zum Beispiel beim Connemara und beim Huffy gezeigt. Genau, dass die sehen, dass der Haflinger und das Connemara, das sind ja auch beides ganz normale Pferde, obwohl sie kleiner sind. Und ich denke tatsächlich, dass es wirklich so ist, wie Star Stable schon angekündigt hatte im Instagram, dass die ganz normal schnell sind. Und das wird so das Spiel verändern, weil ich glaube jetzt ganz, ganz viele Leute da mit den Ponys überall zu sehen sein werden. Weil bis jetzt haben die Ponys ja nicht wirklich eine große Rolle gespielt in Star Stable. Zumindest werden sie mehr vielleicht auch wieder mal einen Pony kaufen. Keine Ahnung, ob ich es tue, weil ich nicht so der kleine, also so kleine. Das einzige Pony, was mir wirklich gefällt, ist Connemara Pony und das Fjordi. Beim Fjordi ist natürlich wieder so eine Grenze. Man sagt, Fjordis können von 1,35 bis 50 werden und ab 1,48 ist ein Pferd. Genau. Deswegen ist es wieder so Grenzpony halt. Aber ich finde die Ponys immer halt, also Connemara. Und Fjordi, ja gut, den Huffy kann ich auch noch mit reinnehmen. Das sind halt meine Lieblingskleinen Pferde, vielleicht in Anführungszeichen. Ja, hinter uns steht ja die Rania mit ihrem Haflinger. Ja. Das ist schon mega cute, ja. Also die der Aurora, Dillinger. Der Dillinger. Also die Aurora, die wünscht sich alles Mögliche. Die Aurora hat so viele Wünsche. Die Aurora hat aber nur 366 Starcoins. Das heißt, die kann sich im Moment nicht mal ein Haustier kaufen, ja. Sie hat im Moment Rainbow Plush dabei. Aber die Aurora, wir können noch nicht nach Dundall, aber wir hätten auch kein Geld für den Fuchs, ne? Ach, guck mal, wie wir hier sitzen. Sind wir nicht super süß? Es ist unglaublich. Mm. Ich freue mich so. Ja, so cute. Und wir sind so cute. Und als Moment, wir haben noch gar keine Gruppe hier. Ich sehe gerade. Erst mal hier einen Freund einladen und eine Gruppe. Nein, jetzt habe ich dich, glaube ich, aus Versehen zum Club eingeladen. Moment, eine Gruppe. Ich habe sowieso meinen eigenen Club. Eben, ich weiß gar nicht, warum ich dich überhaupt einladen konnte. Ist ganz eigenartig. Keine Ahnung, aber so. Oh, ich freue mich so, dass du da bist. Das ist so schön. Und vor allen Dingen, Leute, wenn ihr das Midsommar-Event macht, dann macht es definitiv mit Freunden. Weil mit Freunden ist das Midsommar-Event 1000-mal schöner, als wenn ihr das alleine macht. Mhm. Wenn ihr keine Freunde habt, dann sucht euch Freunde auf eurem Server. Denn es gibt ganz, ganz viele Leute, die alleine Star Stable spielen und sich extrem
Freunde wünschen. Wir sind zum Beispiel hier beim Picknicken gesessen und haben neue Freunde gemacht gehabt, die paar Tage davor mit Blackie und mit Greenie saß ich da und dann haben wir gleich neue Freunde gefunden und ich denke, so ein Midsommerfest ist die ideale Möglichkeit tatsächlich auch, um Freunde zu finden. Generell diese Events, die einen zusammenschweißen und wie schon einer der Ranger sagte, man muss ja nicht in Jorvik geboren sein, wir mögen Pferde, wir sind eine große Familie, alles zusammen. Ja, und die Aurora, die wünscht sich auch ganz viele Pferde noch. Sie hätte gerne als nächstes einen Haflinger. Sie hätte noch den gleichen Mustang, den du hast. Den wünscht sie sich. Und eventuell möchte sie ja auch gerne noch einen Pony haben, weil die Quest, die kann man nämlich nur machen, eine der Quests, wenn man einen Pony hat. Das heißt, sie möchte... Ja, die hab ich auch noch nicht. Ja, sie möchte auf jeden Fall noch einen Pony haben. Aber ja, das hat ja alles Zeit. Sie ist ja quasi hier mein Zweit-Account. Und ja, da habe ich gesagt, ich möchte keine Starcoins kaufen. Ich habe ihr jetzt Lifetime gekauft, ich habe keine Starcoins ausgegeben und ich hätte gesagt, wir gucken einfach mal so in den Monaten und vielleicht auch in den Jahren, was man denn in Star Stable alles erreichen kann, ohne dass man, nachdem man letztendlich einmalig bezahlt hat, sich alles leisten kann. Das finde ich nämlich super spannend. Also wie viele Pferde bekommt man in den Monaten, kann man sich Haustiere kaufen und so weiter. Das finde ich eigentlich auch super spannend. Ne? Ja, ich hätte gesagt, ihr hört auf jeden Fall von Niki und mir am Mittwoch wieder. Wenn wir uns neue Pferde kaufen, schaut auf jeden Fall auch mal bei der Niki vorbei. Die Niki heißt Nikita Verdens auf YouTube. Ah. Ja, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, wir würden uns natürlich extrem über ein Abo freuen, über Likes und Kommentare natürlich auch extrem. Und dann hätte ich gesagt, ist dieser kleine Kaffeeklatsch heute zu Ende? Ich glaube, heute hatten wir nicht so viele Themen, aber die Themen, die waren einfach super brisant und ich danke dir, Niki, dass du wieder dabei warst und wir sehen uns nächste Woche. Danke, bis zum Ciao.